Fantastic. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Boom Beach. Wir haben wenig Ressourcen, wie ihr seht, liegt daran, dass ich heute über den Tag ein bisschen was verballert habe, weil ich jetzt doch erst mich entschlossen habe, nicht aufs Hauptquartier zu sparen, sondern erstmal zuzusehen, dass wir hier den Rest gescheit hinkriegen. Und ihr seht ebenfalls, dass uns der lilane Wächter weggefallen ist, beziehungsweise, dass der uns fehlt. Und dem aufmerksamen Zuschauer, oder demjenigen, der halt weiß, was bei Mumisch so abgeht, dem dürfte das was sagen. Und zwar, dass wir ein Meisterwerk gebaut haben. Mit Kanonenbootenergie plus 25%. Okay. Das ist gut. Wir hatten nämlich vorher nur plus 11%. So. Jetzt haben wir Kraftscheinchance plus 51 und Kanonenboot plus 25. Das, der Wächter, den wir vorher hatten, hatte wie gesagt 11%. Das heißt, wir haben unsere Kanonenbootenergie jetzt nochmal um 14% gesteigert. Dafür ist der Vorrat an schwarzen Gedöns jetzt quasi mehr oder weniger weg. Das nächste, was ich jetzt anpeilen würde, wäre nochmal ein rotes Meisterwerk, da wir hier auch noch einen Wächter haben. Das wird aber auf jeden Fall noch dauern. Ich werde aber demnächst jetzt immer mal gucken, dass wir rote Diamanten, rote Steinchen kriegen, wenn wir hier unten was auswählen können. Und dann mal gucken. Jetzt wollen wir allerdings erstmal ein paar Angriffe machen. Und dafür erkunden wir erstmal ein Olympchen. Ah, und ich bin ja mittlerweile ein bisschen mutiger geworden, was ich ja zugeben muss. Und damit es auch weiterhin so bleibt, probieren wir es einfach mal jetzt aus hier, unser Glück. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir diesen Gegner packen könnten. Nämlich, indem wir uns ein bisschen da von hinten ran schlawenzeln. 43 Punkte haben wir jetzt, das ist natürlich schon mal sehr nice. Und wir machen natürlich den Raketenwerfer weg. Und hier unten den Mörser. Ich hoffe, dass wir den jetzt damit wegkriegen. Das ist schon mal gut. Und hier auch, zack. Und ich will nämlich jetzt versuchen, das hier unten alles mal so zu lassen, wie es ist. Und mich dann, wenn ich mich hier hinsetze, beziehungsweise hier unten, vielleicht kann man da mal eben ein paar Punkte sammeln. Von dem ersten Häuschen. Oder von den ersten dreien auch. Ohne dass, ja gut, das Maschinengewehr wird uns natürlich ein bisschen was tun, aber wir sammeln uns jetzt einfach mal hier hinten. Weil da nämlich schon wieder, das sind mir eigentlich zu viele Minen schon wieder. Deswegen gehen wir jetzt hier hinten rüber. Ich würde dann auch direkt mal heilen. Damit wir dann mal einmal durchlaufen können und dann können wir nämlich jetzt uns von hier so dran schlawenzeln, ohne großartig in die Minen zu laufen. Ich hoffe, dass das was bringt. Das Maschinengewehr hier machen wir auf jeden Fall mal noch weg. Das geht uns nämlich sonst mit Sicherheit gleich auf den Sack. Aber jetzt ist das immer noch nicht ganz kaputt, ne? Egal, müssen wir hier nochmal betäuben, die Kanonen. Da mal das Maschinengewehr auf jeden Fall weg und dann einmal sammeln und heilen auf jeden Fall. Was natürlich nie verkehrt ist, einfach in den Kreis reinlaufen und dann heilen lassen. Ah, jetzt ist natürlich wieder unten ein Flammenwerfer. Da sind sie ja immer gut dabei, da drauf zu laufen. Aber wir haben es gepackt. Also die Schützen sind momentan, also jetzt durch die ganzen Updates, momentan sind die echt sehr nice. Und ich finde das echt gut. Und wir kriegen schon direkt ein paar rote Steinchen zum Anfang. Das ist natürlich nicht verkehrt. Wir haben jetzt ja die Schützen auf Level 10. Quasi Maximum für unser Rathaus-Level. Und das ist definitiv schon sehr schön auf jeden Fall. Jetzt können wir noch einen roten Wächter bauen. Das geht auf jeden Fall gut los. Dann haben wir direkt bald noch einen neuen Kristall. Und dann wollen wir mal gucken, was wir noch so finden. Mittlerweile bin ich ein bisschen mutiger geworden auch bei den Angriffen. Und ja, aber es ist auch einfach mittlerweile besser zu packen, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Ja gut, der natürlich einen fetten Raketenwerfer natürlich wieder eher nicht so. Da könnte man aber vielleicht hier ein Bombardement machen und dann hinten rumlaufen. Das würde eventuell auch gehen. Sollen wir das mal testen? Einfach mal hier ein Bombardement benutzen für die, was könnte uns denn hier was, also der wäre uns dann egal. Die Maschinengewehre hier vorne wären uns egal. Ja, das hier natürlich nicht. Aber die könnten wir ja wegmachen. Wir müssten auf jeden Fall ein Bombardement auf den Raketenwerfer setzen. Eins hier in die Minen. Und dann mit den restlichen den Raketenwerfer wegmachen. Dann gucken, dass wir hier hinten Punkte sammeln. Aber es sind auch zwei Boomkanonen, aber die können uns da theoretisch auch nichts, wenn wir dann hier oben rumlaufen. Sollen wir es einfach mal testen? Komm, wir testen es einfach mal. Es kann ja im schlimmsten Fall nur in die Hose gehen. Aber mein Gott. So. Auf jeden Fall erstmal auf den. Und aber auch einen hier so rein. Damit wir da auf jeden Fall ein bisschen Spielraum haben, um da durchzulaufen. So. Einen könnte ich jetzt noch, jetzt müssten wir gucken. Aber wenn ich da jetzt durchlaufe, das geht, müsste, glaube ich, sogar nicht so tragisch sein. Mich dann da hinten versammeln erstmal. 12, ich könnte natürlich auch hier einmal
Was passiert denn? Ah, Flächenschaden, aber heilen müssen wir hier trotzdem hier oben hinlaufen. Und dann heilen da oben, wenn wir da reinlaufen. Ich hoffe, das ist war eine gute Idee. Es könnte auch eine scheiß Idee geworden sein. Wollen wir mal gucken, aber jetzt laufen wir auf jeden Fall durch die Heilung. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und jetzt müssen wir da oben hin. Und dann müssen wir hoffen, dass es klappt. Es kann eventuell dazu kommen, dass es nicht klappt. Dann muss ich vielleicht auch gucken, dass ich einen Rückzug mache. Oder müssen wir schauen. Ich will jetzt auf jeden Fall direkt hier mit Punkten hier hinten gleich hin. Wenn ich das nächste Leuchtfeuer habe, dann direkt hier hinten hinlaufen. Zack. Und zwar jetzt direkt. Zack. Direkt gar nicht erst hier groß in die Verteidigung rein, sondern direkt hier hinten Punkte sammeln und dann hier unten Angst und Schrecken verbreiten sozusagen. Weil von da können uns die Sachen nämlich noch nicht so viel. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Maschinengewehre hier wegmache oder ob ich das gleich erst betäube. Ah, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Mal gucken. Erstmal Bombardement hier. Aufs Maschinengewehr. Ah, Bombardement. Nein, ich betäube jetzt erstmal hier. Und hier. Und ich heile noch eine Runde und ich versammle mich mal einmal hier. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das nicht doch hinkriegen. Hier nochmal betäuben. Dann müsste es doch zu schaffen sein eigentlich, oder? Wenn wir das Türmchen hier nochmal gleich weg haben. Hauptquartier wird schon ganz gut beschossen und ich denke, das packen wir. Ja. Auch wenn es jetzt ein bisschen komplizierter war, aber auch das hat geklappt. Und was gab es? Ein paar rote Fragmente, glaube ich, ja. Eine Scherbe, das ist auch nicht verkehrt. Und sogar noch ein bisschen Gold. Zwar nicht so viel wie gestern mit den 400.000, aber gut, man kann es ja auch nicht immer so haben. Ich will mal nicht meckern, das war ja trotzdem ein ganz guter Angriff. So. Yep. Gucken wir uns den nächsten mal an, Level 32. Mittlerweile bin ich ja echt ein bisschen optimistisch. Am Anfang dachte ich immer so über 30 scheiße, aber momentan läuft es, ja. Und auch das hier sollte zu packen sein. Das war jetzt alles auf einen Haufen, da muss man natürlich alles irgendwie wegballern, aber wir probieren es einfach aus. Wie gesagt, so, Raketenwerfer erstmal dahin. Kaputt machen. Ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn man ein paar mehr Punkte zur Verfügung hat im Kanonenboot. Kann natürlich immer nicht schaden. So, jetzt braucht der wieder ein bisschen mehr. Dann würde ich auf jeden Fall hier noch ein Bombardement machen. Ah, ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen verschätzt mit dem Ding, muss ich zugeben. Könnte mich eventuell ein bisschen verschätzt haben. So, wenn wir jetzt von hier auf jeden Fall ankommen. Wenn wir hier so schräg rüberlaufen, dann könnte das klappen. Ich muss es halt mal gucken, was da noch... Also hier sind natürlich noch vier Minen, die mir noch auf den Sack hauen. Der Flammenwerfer hier muss definitiv noch weg. Und hier vorne die Maschinengewehre. Hier brauche ich am besten noch ein Bombardement gleich oder so, dass ich hier die Maschinengewehre schon mal anritzen kann. Ich hoffe... Ach, jetzt sind die erst da hoch. Na gut, ein paar Punkte sammeln ist ja nicht verkehrt. Lassen wir es erstmal machen, bevor wir uns hier beschweren. Aber sollten dann auch zusehen, dass wir hier zeitig uns nochmal sammeln und uns heilen. Und dann hier die Maschinengewehre auf jeden Fall mal eine Runde betäuben. Und nochmal heilen. Vielleicht klappt es dann. Mal gucken, es sind jetzt natürlich schon relativ viele. So. Da auch nochmal heilen. Der Flammenwerfer ist gleich kaputt. Und dann würde ich fast vorschlagen, versammeln wir uns mal hier. Ja, versammeln wollte ich. Ich habe nicht geklickt, das war clever. So, Bombardement. Einfach nochmal da oben reinsetzen jetzt, dass meine eigenen Truppen nicht betroffen werden. Und die Minen auf jeden Fall wechseln. Jetzt können wir noch hier unten ein bisschen rummachen. Der Mörser da oben kann uns vielleicht nochmal treffen. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal hier Richtung... Ecke aus dem Flammenwerfer raus natürlich, weil wir da natürlich wieder ganz gerne reinlaufen und kümmern uns jetzt ums Rathaus. Und das sollte doch jetzt klappen. Oh, jetzt sind natürlich ein paar rote, aber es passt. So, den haben wir. Sehr schön. Das war jetzt der dritte Sieg. Aber keine roten Steine. Na gut, aber immerhin ein bisschen was an Loot. Ist ja nicht so schlecht. Ja, es läuft doch momentan echt ganz gut, muss ich sagen. Also am Anfang habe ich mich ja immer ziemlich nicht zugeschissen, aber ich hatte immer ein bisschen Schiss mit den ganzen Truppen, dass ich die Angriffe durchbekomme. Aber jetzt mittlerweile geht es doch ganz gut voran, muss ich sagen. Und die meisten, also sagen wir mal 90% der Angriffe,
klappen auch, dadurch, dass die Schützen jetzt echt ein bisschen Power haben. Ich weiß gar nicht. Ah, sind jetzt sogar schon auf Level 11. Ich dachte, wir wären auf Level 10. Okay. Haben 275 Trefferpunkte. Und Schaden pro Sekunde 66. Plus nochmal die extra Sachen von den Statuen. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt vorher war, aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz amtlich, würde ich sagen. Die machen schon ganz gut was weg durch die Masse, vor allem auch, wenn man weiß, dass man die Sachen mit Flächenschaden aussortieren muss vorher. Und jetzt dadurch, dass wir noch ein bisschen mehr Kanonenbootenergie haben, klappt das natürlich so oder so. Was ist das denn hier? Truppenschaden plus 9%. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Meisterwerk jetzt bei Gelegenheit, der den Truppenschaden nochmal erhöht. Wäre natürlich auch geil, müssen wir aber jetzt mal gucken. Das wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal Feierabend, weil, es ist jetzt für mich noch Freitagabend, während ihr das seht. Ihr seht es ja Samstagsnachmittags, während ihr das seht, bin ich in Dortmund auf einem Junggesellenabschied. Deswegen muss ich es heute Abend schon aufnehmen, rendern und am besten auch noch hochladen. Damit das morgen pünktlich online gehen kann. Deswegen mache ich jetzt Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen wieder. Hoffe ich mal. Ich hoffe, ich bin nicht zugeschädigt. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonnieren nicht vergessen. Falls morgen die Folge ausfällt, seht es mir nach. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme noch. Je nachdem, wann ich Samstagnacht zu Hause bin. Ich muss Sonntagmittag auch noch Fußball spielen, ob ich dann vorher noch schaffe, was aufzunehmen. Ich kann es nicht ganz garantieren. Falls morgen, also am Sonntag, die Folge ausfällt, wisst ihr schon mal Bescheid, warum. Also wie gesagt, danke fürs Zugucken. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.